Und schon wieder zurück bei Pathfinder Kingmaker. Immer noch in der Königreich-Übersicht, aber die haben wir jetzt schon mehrfach gesehen. Die Regentin besteht auf unsere Anwesenheit. Was bleibt mir da anderes übrig, außer sofort in den Thronsaal zu springen und mich ihrer Forderung zu stellen? Was auch immer sie jetzt wieder auf den Tisch bringen möchte, sie hat natürlich recht. Dessen bin ich jetzt schon überzeugt. Ulrik. Ich bin stolz, euch zu dienen. Niemand hätte geglaubt, dass man die Raublande in so kurzer Zeit von einem Pfuhl des Verbrechens in ein sicheres, legitimes Land verwandeln kann. Aber euch ist es geglückt. Unsere Jugend träumt nun nicht mehr davon, einmal Waldbandit zu werden, sondern Handwerker, Bauer oder Wache. Leute, die einst Todesangst vor Banditen hatten, melden nun kühn jedes Verbrechen. Es ist nicht mehr so leicht für Banditen, sich unter unseren ehrlichen Bürgern zu verstecken. Die Leute sind euch dankbar für die Veränderungen. Heute ist eine Gilde von Schiffsbauern im Palast eingetroffen. Sie sind in den Flusskönigreichen höchst angesehen. Sie möchten euch gerne mit einem Geschenk dafür danken, dass ihr den Fluss von Piraten befreit habt. Wie sollen wir sie nutzen? Schiffsbauer. Also jetzt von den Effekten jetzt mal ganz abgesehen, Wirtschaft plus 15 wäre natürlich schön, also das wäre extrem schön, aber ganz ehrlich, wir bauen hier ja gerade ein neues Land voller Hoffnung und voller Chancen auf und da brauchen wir jeden, der gewillt ist, die Hacke in die Hand zu nehmen und in diese Gefilde aufzubrechen. Sie sollen sich an ihren Nachbarn erinnern, denen es weniger gut geht. Jeder Arme und Vagabund soll einen Ort auf einem Schiff finden, das in Richtung Chance, Obdach und Lohn segelt. Das ist weise. Es ist am besten, die Anzahl der verzweifelten Untertanen in unserem Königreich zu reduzieren. Ich werde euren Vorschlag weitergeben. Sehr gut, das freut mich. War ja jetzt doch nichts Schlimmes, was sie da vorgetragen hat. Oh, da kommt auch noch Varask, mal wieder. Ja, das kennen wir schon. Brustplatte der Bestie, davon haben wir schon eine bekommen, glaube ich. Davon haben wir schon eine rumliegen. Danke, könnt ihr weitermachen. Und das müsste jetzt Charell sein. Ja, der Halbelf, den kennen wir auch schon. Verhüllender Schleier des Könnens. Ja, okay. Seit wir diesen widerwärtigen Morhalan zur Rechenschaft gezogen haben, hat mein Herz Frieden gefunden. Dank euch ist wieder Ruhe in mein Leben eingekehrt, euer Durchlaucht, und ich möchte mich mit einem besonderen Geschenk dafür erkenntlich zeigen. Lasst mir ein wenig Zeit und Freiraum, dann werde ich etwas Außergewöhnliches für euch fertigen. Ich denke mal, es ist auch Zeit damit. Warum beginnt ihr denn nicht mit der Arbeit an diesem besonderen Kleidungsstück, das ihr für mich anfertigen wolltet? Danke. Glaubt mir, ich werde weder Zeit noch Mühen scheuen. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Na, ich bin gespannt. Oh, Shinyha ist auch da. Juhu! Es freut mich immer, sie zu sehen. Es ist ganz seltsam. Lawine schenkt sie uns. Ich danke euch, Shinyha, die Tulpe. Ja, das kennen wir ja alles schon. Sind leider immer die gleichen, aber das ist ja auch bei so vielen Geschenken. Bleibt das gar nicht anders. Achso, ich muss hier ja ganz dringend mal wieder... Das hat sich leider noch immer nicht gelöst, dieses Problem hier mit dem Inquisitorenhut und der Krone. Na gut, aber dann muss man halt immer mal wieder auf- und absetzen. Wie viel Zeit bleibt uns denn noch? Wir haben noch 92 Tage. Und dadurch, dass wir ja jetzt... Ja, das haben wir gemacht. Sie könnte direkt wieder aufsteigen. Ja, dadurch, dass wir jetzt dann eventuell... Warte mal, ist das Projekt schon durch? Ereignisse, Unkraut... Ich glaube, das Projekt ist schon durch. Das bedeutet, wenn wir jetzt Rangaufstiege machen, dauert das 7 Tage. Ja, wenn das so ist, dann Handelssteuern. Problem. Einige halbelfische Tuchhändler in der Hauptstadt haben eine Rechtslücke entdeckt, die es ihnen ermöglicht, so gut wie keine Steuern zu zahlen. Da ist Jubilos doch wie geschaffen dafür. So, und dann Rangaufstiege. Ich weiß... dass wir auf jeden Fall noch Ekundayo aufsteigen lassen müssen. Aber jetzt sind wir schon mal hier und jetzt möchte ich gerne Gemeinschaft mit Valerie auch auf Rang 10 bringen. Sie hat es verdient. Sie ist so eine gute Regentin. 7 Tage dauert das Ganze, das kriegen wir hin. So. Jawohl. Gemeinschaft hat Rang 10 erreicht. Guck mal, Rang 10, das, ich glaube, geht's denn überhaupt noch besser oder ist Rang 10 quasi das Ende? Mysteriöses Unkraut, die Priester konnten die Bauern überzeugen, dass das Unkraut ausgemerzt werden musste, die Ernte ist gerettet. Sehr schön.
und ansonsten gerade keine Ereignisse. Das wundert mich ein wenig und sie will auch nicht mit mir reden. Das verwundert mich umso mehr. Sie ist noch 12 Tage mit den Flüchen beschäftigt. Ansonsten könnten wir hier noch trainieren, aber das sind alles Fähigkeiten der Geschichtenerzähler. Den haben wir aktuell nicht. Ja, Bartholomäus, Mega und Cassiel. Ja, aber die haben wir ja theoretisch, also bis auf Bartholomäus nicht als Kämmerer. Nee, also das bringt uns alles nichts, weil wir die nicht in der entsprechenden Kategorie eingeordnet haben. Deswegen. So. Guck mal, ich kann jetzt aber auch Gemeinschaft nicht weiter erhöhen. Ich glaube, das war jetzt dann wirklich das Maximum. Ja, befasse... Das stimmt ja nicht. Befasse dich 2 Wochen lang. 7 Tage, ne? Marschall, müssten wir ganz dringend mal... ersten Diplomaten des Kämmerers, der Generalin, der Kuratorin, des Hohepriesters. Wo ist denn... Ekundayo? Achso, Spionage können wir wieder nicht höher machen, wegen... Ja, es ist auf 55. Ich glaube, höher geht's gerade nicht. Theoretisch müssten wir Regon gar mal ein bisschen in seiner Position unterstützen, oder? Stabilität und Gemeinschaft sind doch mit so... 159. Ja. Ja, Stabilität und Gemeinschaft. Beziehungen müssen wir noch hochbringen und dann können wir mal gucken, was wir beim Rest noch machen. Also eventuell schaffen wir ja tatsächlich noch die 60 Aufstufungen im Königreich. Jetzt, da wir nur noch 7 Tage brauchen, das bedeutet, 10 Aufstufungen könnten wir hinbekommen, 70 Tage, bevor wir uns mit dem kahlen Hügel befassen müssen. Der Kämmerer ließ nicht nur die Rechtslücke bestehen, sondern senkte auch bewusst andere Steuern, was zu einem enormen Anstieg des Handels im Königreich führte. Die Verluste der Schatzkammer wurden dadurch vollständig ausgeglichen. Sehr schön. So, ein übles Gerücht. Ein übles Gerücht macht die Runde, das dem Ruf des Königs schadet. Es heißt, Brevoy giere nach mehr Territorium und Lady Yamandi Aldoris Leute seien bereits ausgeschickt worden, um die örtliche Bevölkerung zu beseitigen und das Land für die Kolonisten zu räumen. Halte ich für ein Gerücht. Christian, bitte guck doch mal bitte. Der Marschall braucht meinen Rat. Das habe ich mir gedacht. Ich bin ein bisschen verwundert darüber, dass Valerie unseren Rat nicht mehr brauchte. Gute Neuigkeiten. In dieser Region, wie heißt sie noch gleich, werden immer mehr Landhaie gesichtet. Ein Händler berichtet von einem Exemplar so groß wie ein Haus. Höchste Zeit, dass wir diese Gegend mal besuchen. Ach übrigens, da ist noch etwas. Die Einwohner der Hauptstadt beschweren sich. Schon wieder. Diesmal geht es um das Armenviertel am Stadtrand. Es stinkt zum Himmel. Jede Nacht stürmen Horden von Ratten heraus und alle Verbrecher und Tagediebe haben dort ihr Versteck. Taschendiebe. So heißt es zumindest. Und zumindest der letzte Teil ist definitiv wahr. Ich und meine Jungs hätten ein viel leichteres Leben, wenn wir diese dreckigen Hütten einfach abreißen und den Abschaum, der dort lebt, vertreiben dürften. Manche sind natürlich der Ansicht, man könne das Viertel auch herrichten, aber das sind Hirngespinste. Der Aufbau würde einen ganzen Berg von Gold verschlingen und in wenigen Jahren wäre alles wieder genauso verwahrlost. Regonga, deine Pläne sind immer die besten, aber ich... Es tut mir echt leid. Wir sollten uns auf Ursachen konzentrieren, nicht auf deren Folgen. Ich ordne hiermit die Instandsetzung des Armenviertels an. Jetzt geht das schon wieder los. Wir arbeiten für das gemeine Volk statt andersherum. Ja, aber so ist das, Regonga. Das bedeutet herrschen. Jagd nach dem weißen Landhai. Oh. Gut, die 200 PP, die wir jetzt verloren haben, das wäre normalerweise, also damals, wäre das ein großer Betrag gewesen. Heutzutage eher nicht mehr so. Bocken. Säureöl. Ach, Bocken. Ich hätte zu gerne herausgefunden, was es mit diesem Elixier wirklich auf sich hat, aber das passt einfach nicht in die Entwicklung. Also das... Nee. Nasriel. Oh, haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Übrigens, Nasriel, stiller Flüsterer. Wie willst du nicht auch mal an dem Meisterstück arbeiten, das du versprochen hattest? Ich erwarte ein Geschenk, das des Gefallens, der euch erwiesen wurde, würdig ist. Nasriel seufzt erleichtert auf. Ich danke euch für die Gelegenheit, meine Fehler wieder gut zu machen. Seid versichert, ich habe niemals übertrieben, wenn ich mich als die beste Waffenschmiedin bezeichnet habe. Ihr werdet euch schon bald selbst davon überzeugen können. Ich denke mal, sie wird jetzt ein bisschen länger brauchen oder deutlich länger brauchen, um wiederzukommen, aber dann eben mit was Besonderem. So, verhüllender Schleier des Könnens. Ja, Elektrizitäts- und Kälteresistenz, Ablenkbonus 2 auf die RK. Mhm. Gut, die Brustplatte der Bestie, die kannten wir vorher schon. Was ist das? Die Lawine, ein Schleuderstab und der stille Flüsterer, ein Stoßdolch.
Ist jetzt beides nicht unbedingt unseres, ne? Aber ist trotzdem nett, das Ganze zu haben. Also insofern. So. Jagd nach dem weißen Landhai. Problem. Wieso ist denn das ein Problem? 25%. Die Einheimischen raunen von einem besonders großen und bösartigen Landhai, einem blutdurstigen Jäger mit ungewöhnlich blasser Farbe. Die Kreatur ist Anführer des örtlichen Rudels. Nun liegt es am Marschall, das monströse Biest aufzuspüren und seine grausame Schreckensherrschaft für immer zu beenden. Und das sollte er nach Möglichkeit auch tun, denn wir haben diesen Landhai ja mehr oder weniger auf die Bevölkerung losgelassen. Ich erinnere mich da an unsere Entscheidung. Ja, und in der Zwischenzeit können wir noch was auf... Guck mal, schon plus 20 bei ihr, plus 16 bei ihm. Göttlicher Schutz vor... Achso, ich muss hier zu den Rang aufstiegen. Ja, ja. So, 14. 20. Oh, jetzt habe ich sie wieder ausgewählt und dann ist sie wieder geblockt, oder was? Nee, zum Glück nicht. Okay. Des Hohepriesters des Rates, das wäre er. Theoretisch Tristian nochmal unterstützen, das wäre auch keine so schlechte Idee. Ich glaube, Bartholomäus... Würde auch nicht schaden, wenn wir da nochmal ein bisschen hinterher setzen bei den Beziehungen. Regionen? Ich kann Regionen? Was? Wirklich? Beziehungen hat Rang 5 erreicht. Forschung über das Wissen von Wesen von Flüchen Vordakai. Ah. Viele Mächte spielten beim Kampf um das Leben. Moment, einen Moment. Viele Mächte spielten beim Kampf um das Auge von Abaddon eine Rolle. Wir haben allerdings herausgefunden, dass man jemanden nur verfluchen kann, wenn man seine wahre Essenz kennt. Die Essenz, die sein Wesen bestimmt. Ohne dieses Wesen hat ein Fluch deutlich weniger Macht über sein Opfer. Diese Forschungen haben unser Verständnis für arkane Magie verbessert. Wir haben nun ein umfassenderes Wissen über das Wesen von Flüchen. Das ist gut und ich würde wirklich gerne auch diese Tartuk. 60 Tage, das heißt, wir können entweder Tartuk... Oder der Sensenbaum. Ich denke mal, Tartuk. Komm, mach das mal. Training. Bartholomäus Fähigkeiten als Diplomat stärken wäre auch keine so schlechte Idee. 20 Tage, 100 BP. Regionen. Dunkelwacht beanspruchen. Ja, endlich. Endlich ist es soweit. Wir schicken Bartholomäus hin, aber das wird 14 Tage dauern. Und deswegen werden wir uns erstmal die Ereignisse angucken. Ströme der Macht. Örtliche Zauberwirker haben einen erstaunlichen und äußerst wertvollen Ort entdeckt. Eine Kreuzung heiliger Linien. An diesem Ort sind magische Kräfte besonders stark. Die Magier wollen dort eine Werkstatt für verzauberte Talismane errichten. Ja, 35%. So, Kolonie. Eine Gruppe, ja gut, das ist eine Gelegenheit. Gelegenheit. Problem. Seit einiger Zeit verschwinden Leute aus der Gegend. Heute wurde eine der Vermissten im Wald entdeckt, die einer Bande halborkischer Sklavenjäger. Die kennen wir doch schon. Mach das bitte mal, Valerie. Und der erste Diplomat möchte wichtige Themen besprechen. Das ist natürlich umso dringender. Ein wichtiges Problem erfordert eure Aufmerksamkeit. Siebenbögen will seine Schiffe in den Hafen Novoboros entsenden. Das ist das eine wichtige Rolle beim Flusshandel von Kyonen spielt. Sie behaupten, dass sie nur die Piraterie bekämpfen, doch in Wahrheit sollen alle Schiffe nach Zwergenwaren durchsucht werden. Die klugen Kapitäne werden Zölle an Siebenbögen entrichten, während die Törichten unter ihnen zu Piraten erklärt werden. Derzeit treffen alle Waren aus dem Fünfkönigsgebirge über die Elfen bei uns ein, die auch die Preise festlegen. Kyonin bittet in diesem Handelskrieg um unsere Hilfe. Auch Siebenbögen hat ein Bündnis angeboten. Ich glaube, dass wir eine Vereinbarung mit Siebenbögen abschließen sollten. Auch wenn es verlockend ist, beiden zuvorkommend. Beiden zuvorzukommen und unsere eigene Zollstelle in Novoboro zu errichten, um uns selbst alle Gewinne zu sichern. Ja, Elfen unterstützen oder... Das scheint mir eine sehr abstruse Situation zu sein, in der wir uns natürlich jetzt auf eine Seite schlagen könnten, was rein diplomatisch wahrscheinlich viel Sinn machen würde, denn ich glaube, unser Königreich braucht langfristig auch, nennen wir es mal, gute Verbündete. Wir haben bisher nur gute Kontakte zu Yamandi Aldori in Brevoy, aber ich denke, wir sollten unsere Kontakte auf jeden Fall noch ausweiten. Denn sonst habe ich ein bisschen die Angst davor oder die Sorge davor, dass
in Zukunft, also wahrscheinlich auch in der Zukunft weit nach diesem Spiel, sich andere Königreiche anschicken, unseres einzunehmen. Und wir müssen hier eine gute Grundlage dafür schaffen, dass wir gute Beziehungen haben. Jetzt ist die Frage, ich denke, die Elfen von Kyonin zu unterstützen, ist keine so schlechte Idee. Rein vom Gefühl her würde ich einfach gerne die Elfen unterstützen. Unterstützen wir Kyonin? Wir werden Kyonin unterstützen, obwohl die Elfen es nicht einmal erwägen werden, ihre Umsätze oder Beziehungen mit uns zu teilen? Euer Durchlaucht, ich bin nicht weise genug, um eure Entscheidung nachzuvollziehen. Ja, hier geht's nicht um das Geld. Hier geht's eher darum, Fundamente zu legen für eine langfristige Freundschaft. So, haben wir das auch schon wieder. Wie viel Zeit? V wie Wohlstand. Oh Mann, was ist denn heute los mit mir? Also heute ist ganz schlimm. Es tut mir auch unfassbar leid. Es ist so, Annexion. Ja genau, das machen wir jetzt als nächstes. Und dann 71 Tage haben wir noch, bis der nächste Angriff bevorsteht. Uiuiui, ich sehe dunkle Wolken aufs Königreich zuziehen. So, zwei Projekte. Rangaufstiege. Ja, der erste Diplomat kann wieder aufsteigen. Leichtere Verbesserungen. Beanspruchung und Verbesserung von Regionen kosten 25% weniger, aber das sind ja nur die Kosten, also von daher. So, Thema Kolonie. Eine Gruppe von Draufgängern aus der Hauptstadt hat es sich in den Kopf gesetzt, ein Risiko einzugehen. Sie möchten eine neue Kolonie an der Grenze der Raublande gründen. Sie bitten um die Zustimmung und den Schutz. Seiner Durchlaucht. Na gut, und den Schutz. Theoretisch könnte sich Bartholomäus darum kümmern oder Amiri. Amiri ist schon mal dran gescheitert. Bartholomäus würde auf jeden Fall scheitern, also lassen wir es einfach mal sein. Wir beanspruchen jetzt die Dunkelwacht. Endlich, endlich, endlich. So, dein Königreich ist gewachsen. Auch Dunkelwacht gehört nun zu deinen Landen. Und wir werden immer größer. Da fehlt ja nur noch ein Land da unten. Die als Dunkelwacht bekannte Grenzregion liegt am östlichen Rand der Raublande, wo sie an die Steppen von Kasmaron grenzt. Dunkelwacht zeichnet sich durch seine grasigen Tiefebenen aus, die von Gebirgszügen umgeben und mit uralten Bauwerken untergegangener Zivilisationen übersät sind. Vor langer Zeit war dieser Landstrich Teil eines blühenden Reiches. Doch alles, was jetzt noch von diesem alten Ruhm bleibt, sind verfallene Ruinen und halb zerstörte Inschriften voller fremdartiger Weisheiten an den Wänden unbekannter Gräber. Ja, da müssen wir doch eine Stadt gründen, oder? Ich meine, dem wäre so. Ein übles Gerücht. Der Ratgeber beruhigte die Leute, positiv ist anzumerken, dass die Leute nun überzeugt sind, mit ihrem neuen Herrscher an ihrer Seite alle zukünftigen Hindernisse überwinden zu können. Juhe! Jagd nach dem weißen Landhai war erfolgreich. Stabilität plus 3. Und Ströme der Macht. Die Werkstatt wurde schnell errichtet und die Arbeit begann. Sie hat die magischen Fähigkeiten in diesen Landen deutlich gefördert. Darüber hinaus haben Priester festgestellt, dass ihre Gebete hier mächtiger werden und ihre Götter leichter erreichen. Sie haben in der Nähe mehrere Heiligtümer errichtet. Wow, das nenne ich mal... Oh, das ist nicht schlecht. Elf Tage ist sie noch beschäftigt. Die Öffentlichkeit können wir mal rauslassen. Die Untertanen, ja, okay, das kennen wir schon. Das ist eine Gelegenheit. Ein Minister. Wieso ein Minister? Ein Minister erbittet eure Aufmerksamkeit. Aha. Oh. Wir haben die Person gefunden, die uns schaden wollte. Tagsüber ist er ein kleiner Fisch, ein Schreiber in Gralton. Nachts wird er zu einem wichtigen Spion für Lithran, der Stadt, der grauen Gärtner in Galt. Wir wissen nicht, was ihn an uns interessiert, aber wir beschatten ihn. Vor kurzem hat er eine Nachricht nach Galt geschickt. Wir konnten den Kurier auf einem abgelegenen Weg abfangen. Die Nachricht enthielt eine Liste aller Spione aus Gralton in Lithran. Ihr Leben liegt in unserer Hand. Viele wären bereit, für diese Liste zu bezahlen, allen voran Galt. Der Verkauf wäre ein Todesurteil für jeden, dessen Name darauf steht. Ich schlage vor, wir melden den Verräter an Gralton. Wir wollen nicht, dass diese Todesfälle auf unserem Gewissen lasten. Ja.
Erzählt mir mehr über Gralton und Galt. In Galt hat eine Revolution stattgefunden. Viele wurden ohne Prozess hingerichtet. Andere sind geflohen und verstecken sich in Gralton. Das sind die Händler und Adeligen. Sie träumen davon, ihre Heimat zurückzuerobern und von Vergeltung. Darum haben sie das Bürgerdirektorat der Spione gegen Galt gegründet. Das heißt, in Galt gab es eine Revolution. Die Leute sind geflüchtet nach Gralton. Die Grauen Gärtner haben ein Kloster in Lithran, einer Stadt in Galt. Sie sind Spione und Bestrafer. Sie schützen Galt vor Feinden von außen und von innen. Ihre Gesichter sind Masken verhangen, was bedeutet, dass jeder zu ihnen gehören kann. Sie sind ziemlich gefürchtet und bekannt für ihre Gnadenlosigkeit. Ja, und die Leute, die geflüchtet sind nach Gralton, die haben Agenten in Galt. Und er sagte, wir sollten den Verrat melden, damit diese Toten nicht auf unser Konto gehen. Und ja, ich glaube, das sollten wir vielleicht auch tun. Nicht, dass ich jetzt unbedingt irgendwie eine Ambition hätte, mich da in den Streit einzumischen von den beiden. Diese Länder, was die jetzt miteinander zu tun haben oder warum oder weshalb, das ist deren Sache. Aber um ehrlich zu sein, tun wir das, was du möchtest, aber tu es selber. Deswegen, ich vertraue deinem Urteil oder eurem Urteil. Graltons Leute bleiben am Leben. Der Verräter kommt ins Gefängnis. Eine gute Entscheidung. Denke ich auch. Ich denke auch, das ist eine gute Entscheidung. Hätten wir schlimmer treffen können. So. 57 Tage haben wir noch. Das macht mir echt jetzt ein bisschen Sorgen. Ja, jetzt ist die Frage. Die Frage, die ich mir stelle, wir müssen noch einen Minister, ja, das haben wir erledigt. Wir müssen noch eine Stadt bauen. Wir müssen noch eine Stadt hier oben irgendwo bauen. Wir können hier keine Stadt. Doch, da sind ein paar Plätze frei. Wo bauen wir denn hier unsere Stadt hin? Wir haben hier unten, das müsste Dings sein, wie heißt es? Hier ist Warnburg, hier ist Blütenend. Das bedeutet, wir würden uns vielleicht ein bisschen weiter nach oben, so in diese Ecke hier. Oder hier, ganz außen oder hier. Wahrscheinlich eher so ein bisschen in Richtung Warnburg. Also, dass es nicht ganz komplett in den Steppen liegt. Schauen wir uns mal hier hin. Ebengard. Ebengard scheint mir ein guter Name zu sein. Ebengard wurde gegründet. Juhu! Schauen wir doch mal rein. Oh, schon wieder das Feuer. Warum? Ich verstehe das nicht. So, auf jeden Fall erstmal eine Holzmauer. Der Vorteil ist, wir haben so viel Geld zum Bauen. Da können wir jetzt mal richtig vom Leder ziehen quasi. So, pass auf. Langhaus in die Mitte. Wie üblich. Dann, ganz wichtig, wenn an einer Taverne angrenzend, der Laden. Die Taverne. Wo ist die Taverne? Hier ist die Taverne. Jedes gute Dorf braucht einen Laden und eine Taverne. Und die Taverne. Plus eins auf Beziehungen, wenn an ein... Ah, dann machen wir das anders. Warte mal, ich hau das nochmal ganz kurz weg. Ich habe ja mittlerweile zum Glück genug Geld, dass es sich nicht so sehr auswirken würde. Die Taverne kommt hier hin, denn die hat plus eins, wenn sie an ein Langhaus angrenzend ist. Und der Laden, wo ist der Laden? Da ist der Laden. So, dann machen wir das so. Jetzt eine Schmiede, plus eins auf Wirtschaft, wenn an einen Laden angrenzend. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall einen Teleportationskreis. Den stellen wir mal hier oben ein Stück weit außerhalb hin. So, Sägewerk. Reuterkundlerhaus, wenn an einen Schrein angrenzend. Brauerei plus eins auf Stabilität in einer Siedlung mit Taverne. Ja, eine Brauerei könnten wir hier oben. Hier gibt es Ebengarter Pilz. Das ist gar nicht so schlecht. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Schule für unsere guten Leute hier. Ich denke mal, hier in der Region wäre ein Waisenhaus auch nicht unangebracht. Ein Schrein, auch relativ wichtig. Und ansonsten, Kräuterkundlerhaus, wenn an einen Schrein angrenzend. Den Kräuterkundler hier oben als Heiler könnte auch nicht schaden, oder? Dann haben wir das Ding auch schon voll gebaut. Ebengard wird eine florierende Kolonie der Raublande. Bin gespannt darauf, was wir noch alles aus Ebengard hören werden. Andere, Erkundung der Ostgebiete, entsendet Späher in die Kamelande und zu den Silberstufensee, um potenzielle Bedrohungen und interessante Orte zu finden. Haben wir das nicht schon mal gemacht und es kam dann dabei nichts herum? Ich glaube, sowas in der Art hatten wir schon mal. Na gut. Wir sind ein gutes Stück weitergekommen.
Unsere Karte sieht ein bisschen größer aus. Wir haben eine neue Siedlung. Hier fehlt noch eine und hier fehlen noch zwei oder eine. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken, was dabei rumkommt. Ja, wir werden auf jeden Fall weitermachen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.